Motobike. Irgendwelche Compilations. Wir können mal wieder irgendwelche Compilations schauen. Welche wollen wir denn schauen? Und vor allem, welche haben wir noch nicht gesehen? Supercars Hamburg. War das schon gesehen mit den Harleys? Ist so eine. Ah, schon wieder den Namen vergessen. Eine Road Glide war. Das war doch die, die ich auch im Video gefahren habe. Ihm aber gut das Vorderrad erst weggerutscht bei den ersten zwei Versuchen gerade. Wechsel mal meine Kamera nach links. Jetzt hat er's. Egal, wie viel Kubik die haben, diese Maschinen. Wie laut und mächtig die klingen. Die sieht aber echt auch sehr, sehr sexy aus, die Maschine hier. Finde ich sah halt auf dieser Harley aus wie ein kleiner Junge so. Die war viel zu groß für mich. Also wenn du da nicht 120 Kilo bist und durchtrainiert bist, dann kannst du schon ganz schön untergehen bei so einer Harley. Bringt die Ducati da von der Straße. Scheiß 1199er Panigale S. Weg mit dir. Beiseite. Aber er hat's auch ins Video geschafft. Was eine dicke Gabel. Ich dachte erst, der Reifen brennt, aber der hat sich so Sticker hier in die Felge reingeklebt. Ja, ich finde auch, dass eine Harley untenrum viel geiler klingt als obenrum. Also, da reicht es schon, einfach nur im Stand kurz kleine Gasschübe zu machen. Was halt bei, sagen wir mal, einer 600er erst richtig geil im Begrenzer klingt. Bei einer Sportler. Ja, immer dieselben zwei. Die waren auch gerade schon mal da. Die denken sich wahrscheinlich auch, holy shit, wir haben es einfach in ein Video geschafft, was 18,5 Millionen Aufrufe hat. Einfach nur, weil sie ein bisschen Begrenzerparty gemacht haben. Ja, immer dieselben. Uah, was ein mächtiger Hinterreifen. Dass du da überhaupt noch um eine Kurve fahren kannst. Gang. Das sehe ich auch relativ oft.
Also bei manchen, dass sich manche ihre Cappies unter die Sozi-Abdeckung oder unter den Sozi-Sitz, da ist ja so eine kleine Lasche, sich darunter klemmen und dann, nachdem sie den Helm abgesetzt haben, sich das Cappy aufsetzen. Ich wäre auch gerne einer von denen. Wann kommt ein neues Intro von dir? Ich denke mal, dass ich Daniel noch fragen werde, wenn er das Merch-Video jetzt schneidet, denn zu Hause wieder in Dortmund, werde ich ihn mal freundlich fragen, ob der mir ein neues Intro und Outro mit den Aufnahmen schneiden könnte. Und dann könnte es auch ein neues geben. Also vielleicht in 2 Wochen oder so. Was ist das für ein Helm? Ist das legal so mit dem Kennzeichen, dass sie das einfach hinten reinkleben? Also der davor hat das ja auch schon so gemacht. Der hat das ja hier unten reingeklebt. Kann nicht legal sein, oder? Imagine, einer von denen hat dein Merch an. Es würde trotzdem nichts bringen. Auch wenn es 18,5 Millionen Leute gesehen haben, keiner würde sagen, oh, was war das für ein Merch? Ich gehe jetzt mal auf die Merch-Seite und kaufe mir selber so ein Hoodie. Vielleicht würden sie den Namen mal bei YouTube eingeben und würden dann auf den YouTube-Kanal stoßen und würden dann vielleicht folgen. Aber dass sie Merch kaufen würden, glaube ich nicht. Wann war denn das? Wann kam denn dieses Video raus? 2015. Er hat's auch ins Video geschafft. Holy shit. Ah, war ja ein gut altes Video. We'll be right back.